Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, früher konnte Deutschland stolz auf seine Stromversorgung sein. Es gab verlässlichen und bezahlbaren Strom. Deutschland konnte sich selbst versorgen. Das ist leider vorbei. Dank der Verknappung der Stromerzeugungskapazität aufgrund der Energiewende der Altparteien, allen voran die von den Grünen vor sich hergetriebene Bundesregierung, sind wir jetzt eben stärker auf das Verbundnetz angewiesen. Die Energiewende, wir haben es schon oft gehört, hat uns weltweit die höchsten Strompreise beschert. Und in dieser Situation schlägt also die Bundesregierung jetzt noch mal eine CO2-Steuer vor. Eine CO2-Steuer in Verbindung mit dem falschen Ausstieg aus der Kohleverstromung, mit dem übereilten, völlig übereilten Ausstieg aus der Kernenergie und die damit verbundenen Entschädigungszahlungen wird weitere Preissteigerungen nach sich ziehen. Strom, Gas, Heizöl werden dann vielleicht nur noch von besser verdienenden gut zu bezahlen sein. Das Maß ist voll, der Geldbeutel der Stromkunden leer, meine Damen und Herren. Und was nun Europa betrifft, 41 Leitungen verbinden zum Beispiel das Schweizer Übertragungsnetz mit seinen europäischen Nachbarn. 30% der Stromflüsse in Zentral-Westeuropa laufen durch die Schweiz. Die Strommengen, die die Schweiz zur Durchleitung aufnehmen muss, übersteigen regelmäßig die vereinbarten Vergütungen. Und dabei könnten wir durchaus gut von der flexiblen Wasserkraft der Schweizer Speicherseen Nutzen ziehen. Doch was tut Europa? Es legt das Stromabkommen mit der Schweiz auf Eis. Warum? Um die Schweiz zu erpressen. Denn die Schweiz soll ihren Arbeitsmarkt zum Beispiel eröffnen und eben noch andere Dinge machen. Aber das ist kein fairer Umgang mit einem Partner. Und wir fordern an dieser Stelle die zügige Umsetzung des Stromabkommens mit der Schweiz. Im Übrigen hat dieses erpresserische Gebaren der EU zur Folge, dass sich die Schweizer von der EU auch abwenden. Ist das so gewollt, meine Damen und Herren? Zur Netzstabilität. Nur weil wir im Moment noch mehr konventionell im Netz haben, ist das Netz noch stabil. Der instabile neue Strom aus Windkraft und Solarenergie gefährdet unsere Netzsicherheit. Schon heute müssen wir eben energieintensive Unternehmen manchmal vom Netz nehmen, damit wir es stabilisieren. Und der Chef des zukünftigen kommunalen Stromnetzbetreibers Berlin Energie, Herr Wolfgang Nelder, sagt, dass das Risiko steigt für einen größeren Stromausfall. Und der muss es wissen. Das Grund für das zunehmende Risiko ist die immer komplexere Struktur unserer Energieerzeugung. Denn die real existierende Energiewende hat dazu geführt, dass wir hunderttausende Einspeisepunkte haben, eben von Solardächern und Windrädern. Und es ist völlig klar, dass wir kleinere Einheiten koordinieren müssen. Wir müssen die noch besser aufeinander abstimmen, sozusagen teilweise manuell. Und dass ein solches System anfälliger ist, liegt auf der Hand. Und nochmal ganz klar zur Energiewende. Diese Energiewende, die real existierende Energiewende, schädigt unsere Versorgungssicherheit. Und so sagt dann eben auch Herr Nelder, wie gesagt, Chef des zukünftigen Berliner Stromnetzbetreibers, dass er sich selbst Vorräte schon mal für den Fall des Blackouts zu Hause anlegt. Und das werden auch mittlerweile immer mehr Menschen, die so denken. Und da frage ich mich, ist das eine Lösung für den Industriestaat Deutschland? Ich meine, nein, das ist keine Lösung, das ist eine Schande, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle muss europäisch gedacht werden. Wir können in Deutschland nicht planlos alle konventionellen Kraftwerke stilllegen. Und wenn wir das in Deutschland so tun, dann fällt uns diese Energiewende auf die Füße. Wir haben, wie ich schon sagte, den teuersten Strom. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Und wir müssen eben
Kernenergiestrom und auch Kohlestrom aus dem Ausland teuer zukaufen. Und wenn wir zu viel erneuerbaren Strom produzieren, ja, dann müssen wir sogar Geld bezahlen, dass das Ausland diesen Strom auch abnimmt. Und das ist ein völliger Anachronismus. Und mein Vorredner, Herr Köppen von der CDU-CSU, hat es an dieser Stelle eben auch schon gesagt, das EEG ist völlig aus dem Ruder gelaufen, meine Damen und Herren. Wir hatten in 2017 329 sogenannte Stresstage, also Tage, an denen man schon mal das Eingreifen in die Stromnetze planen muss. Und 2018 hatten wir davon 353, also ansteigende Kurve, permanent und dauernd. Das sind Angaben der Bundesnetzagentur. Und auch das zeigt eben den Verlust der Versorgungssicherheit auf. Zur Gasversorgung. Was nun der Spitzenkandidat der EVP für Europa, Herr Manfred Weber von der CSU, macht, ist klar gegen unsere nationalen Interessen gerichtet. Er versucht, das deutsch-russische Projekt der Gasleitung Nord Stream 2 zu torpedieren und zu verhindern. Und er will damit etwas verhindern, was sogar die Bundesregierung unterstützt. Dabei sind wir aufgrund der Energiewende noch mehr auf Gaslieferungen und vor allen Dingen auf kostengünstige Gaslieferungen aus Russland angewiesen. Und nun versucht Herr Weber von der CSU auf Kosten des deutschen Steuerzahlers und des Energiekunden sein eigenes Süppchen zu kochen und uns in die Suppe zu spucken. Er will mit seinem Verrat an deutschen und auch europäischen Interessen, dass seine persönlichen Wahlchancen zum EU-Kommissionspräsident steigen. Er nimmt weder Rücksicht auf seine eigene Partei, noch auf die Bundesregierung, noch auf Deutschland. Er weiß nämlich, wenn er die Interessen anderer Mitgliedstaaten vertritt, dass dann seine Wahlchancen steigen. Und da kann ihm seine eigene Partei dann auch schlecht dazwischen reden. Mehrheit ist Mehrheit, er wird also auch unterstützt. Aber das, was Herr Weber hier macht, ist Verrat an deutschen Interessen. Herr Weber hat unserem Vaterland sozusagen den Rücken zugekehrt. Und konsequent wäre an dieser Stelle, wenn er sich um eine andere Staatsbürgerschaft bemühen würde und die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben würde. Faktisch hat er das schon getan. Und vielleicht noch ein Aspekt zur europäischen Energiepolitik. Ich glaube, die europäische Solidarität besteht nicht darin, dass jetzt die Staaten ihre Kernkraftwerke zum Beispiel an ihre Grenzen legen, nämlich hin zu den anderen Ländern. Ich glaube, das ist kein solidarisches Gebaren hier in Europa. Aber das muss zum Beispiel auch mal an dieser Stelle erwähnt werden. Und weil wir bei der Kernenergie sind, die Grünen arbeiten sich ja daran gerade auch ab und machen das Tollhaus Deutschland perfekt. Sie sprechen von einer sogenannten Privilegierung der Kernkraft, die nicht ist. Es gibt keine Sonderstellung. Die AfD hält es für zielführender, die Kernkraftwerke hier bei uns, die sichersten in der Welt, länger laufen zu lassen. Aber leider gibt es dafür keine Mehrheit hier. Und ja, wenn sich die Grünen und die Grünen schon ins Knie schießen wollen, dann sagt die AfD, nein, macht das bitte unter euch, aber nicht mit uns. Wir haben auch keine Antwort darauf, wie soll die Kernenergie hier in Deutschland gehalten werden. Darauf gibt es keine Antwort, da sagen wir, das wollen wir aber so tun. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Johann Zartow, SPD.